Wir sagen immer, dass Digitalisierung unsere Gesellschaft so sehr verändert wie Industrialisierung. Aber was heißt das eigentlich konkret? Das ist die grundlegende Frage, die ich mir in meinem Buch gestellt habe für die Bereiche Wissen und Arbeit, Öffentlichkeit und Politik. Mir ging es persönlich da auch darum, einmal einen Schritt zurückzutreten. Ich habe vorher als Technologiereporterin für den britischen Guardian gearbeitet und da lange täglich gebloggt und darüber berichtet, wie sich Technik eigentlich entwickelt. Aber in dieser Geschwindigkeit des täglichen Berichtens kriegt man nur mit, was in einem kurzen Zeitraum passiert. Wie sich unsere Kultur und unsere Gesellschaft verändert, das kommt dabei eben nicht in den Blick. Und darum ging es mir in diesem Buch. Denn in der Tat hat sich unsere Gesellschaft gewaltig verändert. Wir leben ja in einer Expertengesellschaft und das bedeutet, jeder von uns bringt zur Arbeit mit, was er eigentlich weiß, egal ob er Automechaniker ist oder Lehrer, Küchenchef oder Journalist, Politiker oder sogar Krimineller. Wir alle bringen zur Arbeit mit, was wir eben einfach wissen. Das verändert sich natürlich ganz gewaltig mit Google und der Tatsache, dass dieses Expertenwissen jetzt überall abrufbar und verfügbar ist. Wir sind dadurch natürlich verunsichert. Welche Chance hat also der Experte in der Zukunft? Welche Rolle spielt er? Naja, also man kann sagen, wir leben in einer digitalen Revolution, aber ich kann sagen, der Kopf des Experten rollt nicht. Das ist die gute Nachricht meines Buches. Allerdings verändert sich sein Aufgabenfeld schon ganz gewaltig. Nehmen wir zum Beispiel mal den Arzt. Früher, wenn wir uns krank gefühlt haben, sind wir zum Arzt gegangen und waren von ihm in gewisser Weise abhängig. Man nannte den ja auch den Halbgott in Weiß. Heute googeln wir erstmal unsere Symptome und erkundigen uns, was wir denn alles haben können. Das heißt, wir gehen ganz anders zum Arzt, als wir früher zum Arzt gegangen sind. Wir gehen quasi vorinformiert dahin und haben natürlich ein ganz anderes Sprechstundenerlebnis. Einige Ärzte machen sich Sorgen, dass wir unsere Symptome falsch interpretieren könnten. Andere begrüßen quasi, dass der Patient jetzt mit ihnen auf Augenhöhe reden kann. Man sieht aber daran, dass die Digitalisierung wirklich alle Bereiche unseres Lebens stark verändert und auch eben so etwas Essentielles wie das Kranksein. So oder so, wichtig ist heute nicht mehr die Fakten zu kennen, sondern Entwicklung einschätzen zu können. Das Absurde ist, den Fakt muss man dabei zwar immer noch irgendwie kennen, denn wir können ja nur googeln, was wir irgendwie wissen. Meine Untersuchung zeigt hier sehr stark, dass der Experte also Zukunft noch gebraucht wird, aber wir müssen uns eben mit der Digitalisierung auseinandersetzen und so ein bisschen mehr begreifen, wie sie funktioniert. Das machen wir im Moment noch viel zu wenig. Wir wehren die Digitalisierung im Großen und Ganzen ab. Unsere ganzen Diskussionen darum betonen eigentlich immer das Negative an den Veränderungen. Welche Chancen sich da ergeben, das nehmen wir viel zu selten in den Blick. Und das ist exakt der Punkt meines Buches. Das versuche ich eben für diese Bereiche zu untersuchen. Wissen, Arbeit, Öffentlichkeit und Politik. Wie können wir in unserer Gesellschaft eigentlich Digitalisierung wirklich gestalten? Wie können wir das, was wir an Technik jetzt vor uns haben, positiv in etwas Positives wenden? Und das ist das, worauf es mir in meinem Buch ankommt. Und ich würde mich freuen, wenn Sie das lesen.